Könnt ihr einmal, das hat einen schönen Klang. Ja, hat das. Ja, ach, den können wir auch noch direkt mit reinpacken. Let's go! Hallo Ulrich! Ihr könnt da gerade mitmachen, yes. Yes, yes, ihr könnt da mitmachen. Le Dragonier, ihr müsst quasi Pop-Ups in eurem Browser aktiviert haben und ihr müsst am Browser, also am PC sein und Twitch über den Browser öffnen und dann einmal mit der Maus über den Bildschirm fahren. Und das hat nichts mit Subs zu tun. Nein, das hat überhaupt nichts mit Subs zu tun. Du musst den Adblocker ausmachen. Monokuma, viel Spaß beim Basteln. Sub-Only-Kult für noch mehr Hingabe. Also du musst die Pop-Ups aktiviert haben bei deinem Browser. Du musst potenziell Twitch als quasi Ausnahme hinzufügen, dass Pop-Ups losgehen können, weil es ist ein Pop-Up-Plugin. Wenn dein Browser Pop-Ups blockiert, blockiert es Pop-Ups. Oh, ein Hirschi. Was hat der? Verliere 10 Glauben bei Erkrankungen. Die Heilung verläuft um 5% schneller, wenn ein Kranker sich in Bettruhe befindet. Ui. Bäume fällen, anbeten. Oh, der schaut voll pisst. Ich weiß halt nicht, was das macht. Fluch der Horde oder tückische Waffen. Ich habe halt keine Ahnung, was es tut. Ah, da steht's nochmal dran. Dankeschön. Tückische Waffen haben eine Chance, angegriffene Gegner zu vergiften. Auf deinen Kreuzzügen tauchen 3 neue Flüche auf. Ich bin ein Fluchmensch. Na? Wobei, Gift ist praktisch. Meh. Meh. So. Die Neudoktrin verkünden. Verwende einen Gebotsstein, um die Neudoktrin deines Kults zu verkünden. Wähle eine Kategorie und triff eine Wahl, die ein Ritual, eine Eigenschaft oder eine Anhängeraktion freischaltet. Tanze um die Flamme, um den Glauben des Kults zu erhöhen. Das heißt, jetzt können wir eine Feuergrube bauen. Ah, da brauchen wir jetzt Knochen. Deswegen habt ihr vorhin gesagt, ich soll auf Knochen hauen. Aber ich konnte die bis jetzt noch nicht sammeln. Deswegen habe ich leider noch keine Knochen. Aber das ist ja cool.
Erhöre deinen Glauben und führe dunkle Rituale durch, um deinen Kult zu beeinflussen. Dafür brauchen wir Knochen. Okay, das heißt, wir müssen Knochen besorgen. Indem du Predigen hältst, Rituale vollziehst und dich um die Bedürfnisse deiner Anhänger kümmerst, stärkst du ihren Glauben. Du benötigst die Knochen deiner Gegner, um ein solches Ritual durchzuführen. Zerstöre Skelette, um ihre Knochen zu sammeln. Begib dich erneut in die Länder des alten Glaubens. Sammle Knochen gefallener Gegner. Rekrutiere weitere Anhänger und kehre hierher zurück, um ein Ritual im Tempel durchzuführen. Okay. Geil. Rituale, das klingt doch geil. Das klingt wundervoll. Totembeholung. Dankeschön, Chat. Oh, habt ihr mir Glauben geschenkt? Also einen neuen Glaubensdude geschenkt? Kam der von euch? Oder war das Zufall? Ah, ist random, was kommt, okay. Aber guckt mal, neue Anhängerziehung. Dann könnt ihr jetzt noch einen fertig machen. Ihr füllt den Balken aus, was rauskommt, ist Zufall. Ah, okay, I see. Ey, das ist richtig cool, das Spiel. Was Cyberkind sagt, ist gut. Lasst uns mal mit Tipps so zurückhaltend wie möglich sein, nur wenn Pia was fragt. Das klingt sehr, sehr gut. Wir sind auf die Straße gegangen und haben einfach jemanden reingeschubst. Einfach mal jemanden geklaut, ja, so wie man das macht. Dankeschön übrigens, Laksaka, für die 15 Monate. Ich habe gerade gesehen. Vielen lieben Dank für deinen Resub. Das ist sehr nett. Und Dankeschön, Elidon, für den Prime-Sub. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. So funktioniert das doch mit der Indoktrination, oder? Mhm. Es ist alles erlaubt, es sind Pop-Ups erlaubt, es sind Skripte erlaubt, ich habe keinen Adblocker, ich habe 5 gedrückt, ich habe der Twitch-Extension Zugriff gewährt, ich habe meinen kompletten PC neu gestartet und ich sehe es trotzdem nicht. Dann habe ich keine Ahnung, woran es liegen könnte. Tatsächlich, tut mir leid. Mir fällt sonst nichts mehr ein. Auf welchem Browser nutzt du Vampire Silence? Ich bin nicht Veganerin, Eumel. Philipp ist Philipp Pisser Pisser Stat. Viel Spaß. Firefox, frisch updated. Okay, mit Firefox kenne ich mich nicht aus. Ich nutze Chrome. von 2000 Zuschauern ist aber schon recht wenig. Du darfst nicht vergessen, dass das nur Leute sind, die gerade, also 330 sind allein die Leute, die jetzt gerade generell Bock haben, bei sowas mitzumachen. Und das aktiv anklicken. Da fallen alle Leute weg, die übers Handy gucken, über die Konsole gucken, über den Fernseher gucken, die gerade unterwegs sind, die gerade vielleicht AFK sind, die gerade keinen Bock drauf haben oder bei denen es nicht funktioniert. Hallo Ben. Ich finde es tatsächlich richtig viel. Also ich finde von 2000 Leuten 300, die da mitmachen, finde ich richtig gut. Bei Giveaways machen teilweise nicht so viele Leute mit. Ach, du siehst voll traurig aus. Leichtgläubig. Es wird um 15% leichter, die Stufe zu erhöhen. Er ignoriert die Predigten von Abweichlern. Oh. Ein Süßi. Und Dankeschön, Koka, für die 46 Monate. Vielen lieben Dank, das ist sehr süß. Dankeschön, Dankeschön. So, Nahrung. Ist das Kacke? Unhygienische Zustände in deinem Kult haben zur Folge, dass Anhänger krank werden. Verordne einem kranken Anhänger Bettruhe, sonst könnte er sterben. Wenn er das Bett hütet, wird er sich langsam erholen.
Kot, Erbrochenes und Leichen verursachen Krankheiten, die sich schnell in deinem Kot ausbreiten. Die Beseitigung von Unrat und das Vergraben von Leichen verhindern die Ausbreitung von Krankheiten. Oh, was? Die Koten auch? Das ist ja krass, dass die auch koten. Ich habe abgebrochen. Nein. Ich wollte nicht abbrechen. Mein Glaube ist erschüttert, ich durchschaue deine Lügen. Du bist ein Betrüger und ich muss es den anderen erzählen. Ein Anhänger hat begonnen, sich von dir abzukehren. Das passiert, wenn der Glaube des Kults zu niedrig ist. Ein Verräter verbreitet Falschinformationen über dich. Andere Anhänger könnten beeinflusst werden. Erziehe diejenigen um oder stecke sie ins Gefängnis und heiße sie danach wieder in deinem Kult willkommen oder opfere sie einfach. Es sind ja deine Regeln. Ich habe heute bereits genug über deine Lügen gehört. Wir setzen unsere Diskussion morgen fort. Oh Gott, ausgerechnet Kalle macht das, ne? Das ist halt irgendwie sehr frustrierend. Ist noch jemand pisst? Kann ich ihm auch sagen... Nee, kann ich den Anhängern auch sagen, dass sie sich ums Essen kümmern sollen? Also, dass sie quasi die Felder bestellen sollen? Jetzt kriegen wir auf jeden Fall erstmal Schlafsäcke. Damit die erstmal schlafen können. Ja, später. Ah, okay, das geht jetzt noch nicht. Alles klar. Aber zumindest haben wir schon mal Schlafsäcke. Alter, wie pisst der auch guckt. Guckt nicht so pisst. Ich räume hier sogar euren Kot weg. Seid gefälligst dankbar. Warum schaust du so böse? Ach, du hast gerade gekackt. Tut mir leid, ich wollte dich nicht stören. Ups. Aber dann können wir hier auch noch mal alles düngern. Mehr Dünger haben wir gerade noch nicht. An dem wird gerade noch gearbeitet hier. Die schauen alle so pisst aus, weil ich gestorben bin, glaube ich, ne? Aber wir können auch Betten bauen. Also hier sind jetzt Felder. Dann lasst uns vielleicht hier hinten so Bettchen aufbauen. Ich weiß halt noch nicht, wie viel so Zäune und so weiter man auch machen kann. Deswegen tue ich mir gerade so ein bisschen schwer. Einzuschätzen. Je öfter du stirbst, desto schneller wenden sich deine Anhänger von dir ab.
Ja, das ergibt ja auch Sinn. Ich meine, ich kann ihn schlafen schicken. Ach so, nee, kann ich nicht, weil er pisst ist. Der ist unkontrollierbar. Ich kann ihn nur Essen schicken, maximal gerade. Ach, guck mal, aber hier oben haben wir noch Beeren, die wir einsammeln können. Weil Essen macht das Leben auch besser, habe ich gehört. Das sollte eigentlich auch was tun. Aber die Frage ist, kann ich noch mehr Felder planen gerade? Ich habe nicht mehr genug Gras, dann muss ich eh noch mal neu los. Ich mache mal ein Essen, mache ich noch mal ready. Ja, geh essen. Siehst du, das hilft. Essen gehen hilft immer. Ist was Schönes. Mmh, nom nom nom. Schmeckt es dir? Mmh, nom nom nom. Mmh, lecker. Das war gut, ne? Ja. Okay, es wird immer schlechter. Hast du die Predigt schon gemacht? Ja. Ich glaube, ich kann gar nicht noch... Ja, ich kann gar keine mehr heute halten. Das Problem ist, ich spiele halt auch sehr schwer und bin vorhin zweimal gestorben. Und wir haben noch nicht so viele Gebäude, die was verändern. Aber jetzt wird's... Es gibt nicht genug Betten für all deine Anhänger. Ja, ich bin auch nicht so schnell. Ich muss noch mal los, glaube ich. Oh. Wir müssen noch mehr... Ich glaube, ich muss... Nee, ich kann heute gar nichts mehr machen. Ich kann morgen wieder ein Ritual machen. Ich glaube, heute muss ich mich einfach... Oh. Tentakel klingt cool. Habe ich jetzt keine Waffe mehr? Ich kann halt irgendwie nicht schlagen. Also die Tentakel-Dinger habe ich. Oder ich kann in dieser Karte hier noch... Ah, ich hatte meine Waffe, glaube ich, verloren, dadurch, dass ich gestorben bin. Kann das sein, dass ich meine Waffe deswegen verloren hatte? Ach so, nee, es gibt immer in jedem Run gibt es eine neue Waffe. Oh, okay, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, Boah. Boah. Okay, das war richtig unangenehm gerade. Ich komme mit der Axt halt nicht klar. Also ich komme wirklich gar nicht klar mit der Axt. Die macht mir, die finde ich richtig schwierig. Angriffstempo erhöht sich mal 2. Ui. Chance beim Töten eines Gegners zu erhalten. Ich glaube, das ist etwas zu krasser Schwierigkeitsgrad für so den Anfang. Nein. Nein. Oh, okay, das macht jetzt andere Sachen. Nein, das ist nicht zu schwer. Ich muss einfach nur mich konzentrieren. Das kriege ich schon hin. Ich krieg das schon hin. Hallo Kaktus. Ah, ich habe nicht genug Eifer. Ich habe nicht genug Eifer.
Das Positive daran ist ja viel mehr, dass wenn ich, also wenn sie mich, wenn mein Kult mich schon hasst, dann kann er mich ja nicht mehr hassen. So. Mehr geht ja nicht. Ich hatte nicht gesehen, ich darf mich nicht so krass auf meinen Eifer verlassen. Aber jetzt habe ich die bessere Waffe. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich muss mich nur konzentrieren. Und ich darf halt auch echt einfach nicht in den Chat schauen. Während ich am Kämpfen bin. Dankeschön, Janus, für den Prime Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ja, wir wollen bessere Truhen haben. Für diesen Run. Ich schaue, wenn ich am Bauen bin, wieder in den Chat. Doch, seht ihr? Ich muss einfach nur konzentriert sein und darf halt einfach während dem Fighten nicht die ganze Zeit in den Chat schielen. Das ist halt für mich mega die Herausforderung, weil ich spiele normalerweise immer Spiele, wo ich durchgehend in den Chat schielen kann. Und hier kann ich es halt nicht, aber ich will halt euch die ganze Zeit. Ich will halt die ganze Zeit mit euch reden. Ich verstehe aber nicht genau, warum mein Kult weniger Vertrauen in mich hat, wenn ich sterbe. Eigentlich ist es doch der ultimative Beweis dafür, dass ich ultra krass bin, weil ich immer und immer und immer wiederkomme. So interessant sind wir nun auch nicht. Spiel ruhig. Ich finde euch super interessant. Ich freue mich total, dass der Chat so unfassbar aktiv ist heute. Ui, hier gibt es Nahrung. Was ist das hier? Was ist das Haussymbol? Was sagt uns das? Shop. Händler. Ich habe eh nicht genug Geld gerade für Händler. Ich glaube, ich gehe mir erstmal Essen holen. Weil ich glaube, wenn mir mein Essen jetzt ausgeht, dann wird es noch schlimmer mit den Kultisten. Und die haben jetzt schon keinen Bock auf mich. Also, erstmal Nahrung fixen. Und wenn ich Nahrung gefixt habe, dann können wir weiter gucken. Und ich nehme mich mal mit auf den Crosstrainer. Alter, du bist so aktiv. Da kriege ich direkt ein schlechtes Gewissen, weil ich einfach nur vor mich hinäumel. Viel Spaß beim Crosstrainern auf jeden Fall. So. Kann ich auch runtergehen? Also kann ich hier hingehen und dann runter? Funktioniert das? Also kann ich so ein Nee machen? Nee, okay. Schade. Oh. Ein zusätzliches Leben klingt richtig gut. Okay, Konzentration.
Nein, ach komm, das ist doch... Nein, haben wir das jetzt schon mal? Wir machen eine Nachtpredigt. Es ist dringend notwendig. Und dann würde ich gerne... Was brauche ich denn für das Ritual? Ach, ich habe nicht genug Knochen, weil ich gestorben bin. Schade. Aber zumindest... Oh, die haben alle gar keinen Bock auf mich gerade, ne? Aber ich wässer das alles in der Zwischenzeit mal. Ich muss da immer wieder so ein paar private Gespräche mit Kalle führen. Weil der sich gar nicht im Griff hat gerade. Der ist so ein richtiger Frechdachs. Und dann würde ich dazwischen einfach noch ein Bett bauen. Okay, dann haben wir einmal Nahrung. Bist du auch schon ein Abweichler? Nee. Gott sei Dank. Ey, das ist alles ein sehr kritischer Zustand, den wir gerade haben. Aber wir haben gerade noch einen Tag. Das heißt, ich müsste... Ja, was möchtest du? Große Anführer, in harten Zeiten können wir Grasmahlzeiten kochen. Die Anhänger werden sie nicht mögen, aber es ist besser, es zu verhungern. Probier es mal aus. Bringe... okay, wir machen Grasmahlzeiten. Bringe dazu Grasmahlzeiten zu essen. Jo. Jetzt müsst ihr Gras essen. Das ist ja ultra frustrierend. Aber danke fürs Kacken. Dann kann ich zumindest hier düngen. Komm, lass uns noch ein privates Gespräch führen. Dann wird das. Langsam. Und ich glaube, weil ein neuer Tag ist, müssen wir eigentlich auch jetzt nochmal predigen können. Jawohl. Wir müssen echt schauen, dass wir einmal am Tag immer safe predigen, damit wir das wieder hochbekommen. Und ich darf halt einfach nicht mehr sterben. Ich darf halt einfach nicht mehr sterben. Haben wir noch irgendwo Kot rumliegen? Jawohl. Kackt, meine kleinen Männchen. Kackt ganz viel. Damit wir das hier alles noch weiter düngen können. Oh, und die ganze Begeisterung geht halt runter. Wegen dem Essen, weil das Essen scheiße ist. Oh mein Gott, ey. Dieses Spiel ist purer Stress. Aber auch nur, weil ich zu schlecht bin dafür. Feuertanz, danke für die 5 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Das sieht ziemlich geil aus.
Okay. Also für alle Leute, die gerade sagen, das Spiel klingt echt anstrengend, bitte vergesst dabei nicht, dass ich auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad spiele. Aber nicht, weil ich so wie ein Maxim vielleicht gut bin in den Spielen, sondern weil ich zu stur bin, um es runterzustellen. Man kann dieses Spiel, glaube ich, sehr entspannt spielen. Also es ist auch ein Light Roguelike. Also du verlierst nicht, immer nur die Hälfte von deinen Sachen, nicht alles. So, das heißt, es geht echt sehr entspannt, wenn man es nicht so spielt wie ich. Das ist so krass. Das ist so krass, wie viel Schaden. Ich scheitere immer an dem gleichen Ding, ne? Ich kann kein Ritual durchführen, oder? Habe ich jetzt genug dafür? Doch, ich habe genug Knochen mitgebracht, immerhin. Oh mein Gott. Das hat geholfen. Holy shit, das hat richtig geholfen. Gott sei Dank, ey. Die Indoktrination von Anhängern ist ja schön und gut, aber du kannst ihnen noch so viel mehr nehmen. Gib ihnen Geschenke, schließe Quests ab und segne sie. Dann wirst du ihre Loyalität dir gegenüber erhöhen. Sobald sie dir vollständig ergeben sind, werden sie dir alles geben, was sie besitzen. Sieh zu, ich zeige es dir, du Anhänger. Komm wieder rein. Steigere die Loyalität eines Anhängers, um seine Stufe zu erhöhen. Dann wird er dich schließlich mit Hingabe und einem Gebotsteinfragment belohnen. Jedes Mal, wenn sich die Stufe eines Anhängers erhöht, erzeugt er zusätzliche Hingabe bei einer Predigt oder beim Gebet am Schrein. Achte also darauf, Loyalität zu kultivieren. Um seine Loyalität zu erhöhen, kannst du einem Anhänger einmal am Tag deinen Segen gewähren, wenn du mit ihm interagierst. Du kannst Anhängern auch Geschenke machen, Quests für sie erledigen, Predigten halten und viele weitere Aktionen durchführen. Okay. Je mehr loyale Anhänger du hast, desto stärker wirst du. Es gibt noch so viel, das ich dir beibringen kann. Aber ich bin alt und müde. Besuche mich zu Hause und ich zeige dir, wie du dir die echte Macht der Roten Krone nutzbar machen kannst. Okay, da oben. Das Spiel ist so viel größer, als ich dachte. Jetzt können wir damit wahrscheinlich rüberreisen. Danke, Anführer. Mein Glaube an dich war gerechtfertigt. Oh, und ich kann dich auch noch mal... Kann ich ihn nicht segnen? Segen geben. Dankeschön, B-Medic, für die 18 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Was kostet mich das Segnen? Ich habe gerade nicht geschaut. Es kostet nur Zeit. Ah, okay. Ich glaube, dich habe ich schon gesegnet, ne? Die schauen alle so angepisst aus. Der sieht richtig genervt aus, wenn ich ihn segne. So richtig nach, lass mich doch einfach in Ruhe.
schwierig. Aber das sieht gut aus. Dein Chat will deinen Segen nicht. Ach, da ist eine Quest für mich. Bah, dieser Ort ist widerlich. Wenn du das nicht sauber machst, wird noch jemand krank. Aufräumen Code. Jawohl. Ich arbeite am Code. Okay, gib mir eine gute Totembelohnung. Oh Gott, noch ein Gläubiger, der mich dann hasst. Na moin. Wir haben halt nicht genug Gold für nichts, basically. Und dann, ach, guck mal. Und dann lass uns einfach mal Essen machen. So, jetzt haben wir Nahrung. Und hier haben wir noch einen Gläubigen, der mich dann hasst. So, Chat. Ist eure Aufgabe. Ich kann jetzt kurz Luft holen. Heilige Scheiße, ey. Die hassen mich alle. B-Medic, dankeschön für die 18 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Wie Kalle ist abgehauen. Wir haben mittlerweile einen Pürierstab, ja. Ich hol mir Gummibärchen. Ich brauche das gegen den Stress. Ich bin gleich wieder da. Dankeschön, Frosty, für die 51 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Macht währenddessen hier mit. So, ich habe jetzt Frustbärchen. Frustbärchen machen das Leben besser. Ich darf einfach nicht mehr sterben. Dankeschön, Daniel, für den verschenkten Sub. Oh, das ist ja nett. Vielen lieben Dank. Und Karim, mach uns ein kleines was auch immer. Hallo, hey, Kev. Kleine, geile Frustbärchen. Dankeschön, Kelso, für den verschenkten Sub. Das ist total nett. Vielen lieben Dank dafür. Und dankeschön, Tor Treffnix, für die 25 Monate. Vielen lieben Dank. Das Sterben schmeißt uns gerade mega aus der Bahn. Dankeschön, der Bachelor. Für die 5000 Bits. Dankeschön, Dankeschön. Das ist mega nett. Dankeschön, Luke, für die 6 Monate. Und Dankeschön, Rudi, für den Sub. Vielen lieben Dank. Erhalte Glauben beim Bau besserer Unterkünfte. Erhalte bei der Rekrutierung dieses Anhängers sofort 10 Glauben. Dankeschön.
Kalle ist abgehauen? Echt? Wo sehe ich das? Oh Mann. Wow, du hast es geschafft, wahrlich. Du bist ohne Makel. Ich bin dankbar, großer Anführer. Das klingt doch gut. Okay. Hallo, Harry. Und hallo, Fabienne. Neue Tierform. Geil. Eine kleine Maus oder so. Ich klau mal eben ein paar Beeren. Das tut niemandem weh, wenn ich die mitgehen lasse. Ich muss dir danken. Indem du mich von meinen Pflichten befreit hast, hast du mir meinen größten Wunsch erfüllt, Frieden. Jetzt, da ich dir alles beigebracht habe, was du wissen musst, kann ich meine restlichen Tage mit dem Spielen von Astra Galoi verbringen. Es sind gerade Freunde von mir hierher unterwegs, um sich auf ein oder zwei Spiele zu mir zu gesellen. Ein wilder Haufen, so viel steht fest. Aber ich bin jetzt im Ruhestand und kann mich meines Lebens freuen. Ach, der war offensichtlich vor mir dran. Dankeschön, Kleppi, für die 4 Subs. Vielen lieben Dank und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Können wir hier auch rein? Ja. Du hast meine bescheidene Hütte entdeckt. Gib Acht, nicht dieselben Fehler zu machen, wie ich gemacht habe. Oder du wirst genau an solch einem Ort enden. Und jetzt vielleicht eine Partie Astra Galoi. Das kennst du nicht? Na los, ist ganz einfach. Komm an den Tisch und ich zeige es dir. Erst will ich das Geschenk. Oh, das große Geschenk hätte ich halt für Kalle gebraucht, damit er nicht geht. Werden Würfel mit der gleichen Zahl in derselben Reihe platziert, dann multipliziere ihre Werte. Ich verstehe es nicht. Okay, ich bin gespannt, wie das wird. Und danke nochmal, Kleppi. Vielen lieben Dank. Okay, das heißt, ich muss das jetzt setzen. Ich muss quasi in der Reihe mehr haben als er. Ich glaube, ich habe es verstanden. Dankeschön, Deutschland, für die 3 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank.
Ja, das ist mega cool. Holy shit. Dankeschön, Miss Mister, für die 6 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Und hallo, QB. Das macht richtig Spaß. Oh. Geil. Noch eine Karte freigeschaltet. Kann ich nochmal gegen den spielen? Ja, auf jeden Fall. Ich hab nicht mal genug, um Münzen zu spielen. Aber einfach nochmal zum Spaß. Das macht richtig Laune. Das macht richtig, richtig Laune. Die Musik macht auch Laune. Kannst du das Minispiel für die Cam verschieben? Kann mich dann nach oben setzen. Oder hier hinten. Dann könnt ihr besser zugucken. Aber die Runde werde ich nicht gewinnen. Das war jetzt das da. Die Runde werde ich nicht gewinnen. Die Runde werde ich nicht gewinnen. Diesmal hat er besser gewürfelt als ich. Diesmal hat er viel besser gewürfelt als ich. Oh, da nimmt er mich jetzt richtig auseinander. Aber das macht richtig Spaß. So. Alter, jetzt fragt er mich, ob ich noch eine Runde spielen möchte. Also ich habe zwar grundsätzlich mega Bock, noch eine Runde zu spielen, aber ich muss mich um Essen kümmern. Ich sehe gerade schon wieder, wo meine Leute da Grasmahlzeiten essen, die sie gar nicht essen sollen. Ich habe gar keine Zeit, gerade hier zu sein. Es macht richtig Spaß. So, Code sammeln. Ist noch irgendwo Code? Karim hat gerade gekackt, alles gut. Was möchtest du von mir? Ich weiß nicht zurecht, wenn du wirklich ein großer Anführer wärst, würde dieser Ort dann nicht hübscher aussehen? Bauerdekoration, okay, ich arbeite daran. Aber dir sollte ich erstmal noch einen Segen geben. Dir müsste ich auch einen Segen geben können, oder? Ja. Und die müsste jetzt ein Level abbekommen. Oh. Oh. Okay, krass. Alter, Foxalina geht richtig ab. Dankeschön, Dasha, für die 18 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ja, auch gleich. Können wir gerade schon wieder? Weiß ich gar nicht. Ich habe gar nicht mich daran erinnert, ob wir heute schon gepredigt haben. Nee, noch nicht offensichtlich. Geil. Dann erstmal noch predigen für heute. Da haben wir unser Level-Up, das wir unbedingt haben wollten. Macht der Frommen. Erhöht die Ausgangsstufe von Waffen, wenn du mit einem neuen Kreuzzug beginnst. Ui. Ja. Das klingt gut.
Das klingt gut, richtig und wichtig. Und stärkt den Glauben ein bisschen. Ja, das sieht ja jetzt schon viel besser aus. Hier geht noch nichts, weil wir keine neue Doktrin haben. Und fürs Ritual haben wir, glaube ich... Ah, das läuft noch ab. Das haben wir noch ab Klingzeit. Okay. Aber sonst ist da ja eigentlich alles erstmal okay. Mit dir habe ich, glaube ich, noch... Ach nee, doch, du hast auch schon. Okay. Das können wir noch düngen. Haben wir noch was zum Essen hier? Ja. Bevor ich unterwegs das Essen verliere. Und dann müssen wir das jetzt nochmal versuchen. Und wir müssen das jetzt schaffen. Wir dürfen jetzt nicht nochmal sterben. Hallo Mick. Es sieht gerade... Ich bin so traurig, dass Kali weg ist. Ich brauche einen neuen Kali in meinem Dorf. Knochen und Blumenheißkette. Schneller Hingabe wird damit erzeugt. Sehr geil. Oh. Das war sehr knapp. Geil, Chance Leben zu bekommen, klingt auf jeden Fall schon mal absolut großartig. Aber ich habe halt schon wieder die Axt und ich komme mit der Axt einfach nicht so gut klar. Leider. Was haben wir hier? Gegner hinterlassen, mehr Eifer, versucht Giftschaden bei getroffenen Gegnern. Das klingt gut. Giftschaden klingt gut. Das kommt mir potenziell entgegen. Dankeschön, Slavon. Könnt ihr bitte nicht spoilern im Chat? Das wäre super gut. Orgatot, zum Beispiel sowas. Also du spoilerst mir halt das Game. Das ist halt... Mach das doch bitte nicht. Spoilert doch keine Inhalte von dem Spiel, sondern lasst es mich entdecken. Ich brauche dringend neues Leben. Das ist roguelike, ja. Kann ich wieder rauslaufen? Kann ich einen Run abbrechen? Oh, Gott sei Dank. Waldboden. Das klingt schön. Hol die Natur zu dir. Super süß. Oh Gott, ja. Leben. Leben. Gib mir... Oh, ja. Oh, gib mir Leben. Gott sei Dank. Okay, Gott sei Dank. Das Leben, das war gut, das war wichtig. Okay, geil. Dann klauen wir hier wieder Hingabe.
Okay. Warum sind meine Leben jetzt weg? Oder was sind das für komische Leben vielmehr? Also das Gift ist mega geil. Das Gift ist einfach so worth it gewesen. Das macht mein Leben so viel leichter gerade. Holy shit. Ich gehe jetzt absichtlich nicht nach rechts. Da hängen so ganz viele Schwerter und ich glaube, das bedeutet, dass da große, ekelhafte Sachen sind, für die ich keine Geduld habe. So wie die Dinger. Für die Dinger habe ich auch keine Geduld. Ach, das ist ein Laden. Oh. Ich will aber keine von den Klingen tatsächlich. Also ich komme jetzt gerade klar mit meiner Axt. Wenn ich die jetzt mittendrin hier switche, dann komme ich wieder gar nicht auf mein Leben klar. Ich weiß ja, wie ich ticke. Ich steck fest. Okay. Das läuft auch. Geil. Was haben wir hier bekommen? Okay. Bossfight, Leute.